Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Auditorium und an den Bildschirmen. Sehr herzlich möchte ich Sie zu dieser Abendveranstaltung begrüßen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir das erste Mal seit Langem eine Veranstaltung wieder mit Publikum hier vor Ort durchführen können und freuen uns über Ihre Teilnahme hier im Auditorium. Noch ist nur eine begrenzte Anzahl an Personen für diesen Raum zugelassen, sodass wir für weitere Interessenten wieder einen Livestream anbieten. Bei der heutigen Buchvorstellung handelt es sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Stiftung Topographie des Terrors mit dem Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst. Beiden Institutionen ist es ein wichtiges Anliegen, heute an dem 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion zu erinnern, der am 22. Juni 1941 begann und zu einer Radikalisierung und Ausweitung deutscher Massenverbrechen führte. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Von den mehr als 55 Millionen Opfern des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzungsherrschaft in Europa waren mehr als 27 Millionen Menschen in der Sowjetunion zu verzeichnen. Bis heute ist das Wissen über die Dimension der deutschen Verbrechen in der Sowjetunion noch nicht so im öffentlichen Bewusstsein verankert, wie es angesichts der Schwere und des Ausmaßes angemessen wäre. An erste Bemühungen, dies zu ändern, war die Topographie des Terrors maßgeblich beteiligt. Zu ihren ersten Sonderausstellungen gehörte die Dokumentation Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941 bis 1945, die 1991 zum 50. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion eröffnet wurde. Die Ausstellung, die nach der Präsentation in der Ausstellungshalle der Topographie in Deutschland und Russland wanderte, thematisierte den Charakter des Kriegs als Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg, behandelte die deutsche Besatzungsherrschaft, ihre Verbrechen an der Zivilbevölkerung, die wirtschaftliche Ausbeutung des Landes ebenso wie die Verschleppung von Millionen Menschen als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Es war ein besonderer historischer Moment, die Öffnung des Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West, der den Zugang zu den sowjetischen Archiven und damit auch zur sowjetischen Sicht auf den Krieg ermöglichte. Zu einer der größten Opfergruppen in der Sowjetunion gehören die sowjetischen Kriegsgefangenen. Von 5,7 Millionen Rotarmisten starben aufgrund der unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie gezielter Erschießungen und Ermordungen 3 Millionen in deutscher Gefangenschaft. Zu ihrem schweren Schicksal gehörte auch der Umgang mit ihnen in der Sowjetunion. Kriegsgefangene standen unter dem Generalverdacht des Verrats und wurden jahrzehntelang gesellschaftlich benachteiligt. Unter anderem um dieses Thema soll es auch heute Abend gehen. Kampf um die Brester Festung 1941, Ereignis, Narrativ, Erinnerungsort, ist der Titel eines Buches, das Anfang dieses Jahres erschienen ist. Im Fokus steht die Stadt Brest, die schon am ersten Tag des deutschen Überfalls durch die Wehrmacht besetzt worden ist. Begrüßen möchte ich sehr herzlich den Autor, Dr. Christian Ganzer aus Leipzig, außerdem Dr. Jörg Moret, der nach dem Vortrag noch ein Gespräch mit dem Autor führen wird. Auch Fragen aus dem Publikum sind anschließend möglich, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause schriftlich per E-Mail. Die Adresse wird während der Veranstaltung eingeblendet. Ich möchte Ihnen nun kurz Herr Moret vorstellen. Herr Moret ist Direktor des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst und damit auch Mitveranstalter. Besonders möchte ich auf seinen 2014 gemeinsam mit Babette Kinkert herausgegebenen Konferenzband hinweisen: Deutsche Besatzung in der Sowjetunion 1941 bis 1944, Vernichtungskrieg, Reaktionen, Erinnerung. Der Band ist eine wichtige Bestandsaufnahme der Forschung zur deutschen Herrschaft in der Sowjetunion, die zudem die neuere Forschung osteuropäischer und deutscher Historikerinnen und Historiker zusammenbringt.
Und ganz aktuell, erst vor 4 Tagen, hat das Museum eine Open-Air-Ausstellung über das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen eröffnet. Ich darf nun Herrn Moret um die Einführung bitten. Liebe Frau Riedle, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Saal wie auch an den Bildschirmen, ja, auch im Namen des Deutsch-Russischen Museums heiße ich Sie willkommen hier zu unserer gemeinsamen Veranstaltung. Die gemeinsamen Wurzeln, die unser beider Häuser verbindet, sind ja schon aufgezeigt worden. Ja, vor ziemlich genau 30 Jahren ist die Ausstellung Krieg gegen die Sowjetunion vernichtet, Krieg gegen die Sowjetunion eröffnet worden hier in der Topographie des Terrors. Und bildete dann später die Basis, den Nukleus dessen, was wir in Karlshorst als Dauerausstellung dann hatten. Die ist dann nochmal überarbeitet worden, das hat sich alles weiterentwickelt. Aber Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, das ist das Kernthema in Karlshorst. Und deswegen ist natürlich der 22. Juni 1941 ein ganz wichtiger Erinnerungsort, wie man das so nennt, jetzt mehr im übertragenen Sinne als Datum. Wir arbeiten uns da redlich dran ab. Vor allen Dingen tun wir das mit unseren institutionellen Mitgliedern in dem Verein, in dem wir organisiert sind. Und das sind eben die Kollegen aus der Russischen Föderation, Belarus und der Ukraine. Wir leben da also tatsächlich auch ein Stück Erinnerungskultur und bleiben immer wieder diesem großen Datum, dem Beginn des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion, verbunden. Und erklären das auch dem Publikum. Wir werden das hier im Laufe der Veranstaltung auch tun. Wie Sie alle wissen, ich möchte es trotzdem noch mal einmal betonen, es ist ein geplantes Menschheitsverbrechen auf Ansage, was sich dann am Ende noch mal anders entwickelt als geplant, weil der Krieg anders verläuft. Es ist eben kein Blitzkrieg, wie die Wehrmacht es angenommen hatte. Trotzdem bleibt dieser Ansatz, diese Sowjetunion wirklich in ihren Grundfesten zu vernichten, auszubeuten, viele Menschen zu töten, das auch in das Kalkül aufzunehmen und das alles vor dem Hintergrund einer nationalsozialistischen Ideologie und Rassedenken, in Kurzfassung. Wir haben die eine Opfergruppe, die sowjetischen Kriegsgefangenen, jetzt bei uns zum Thema der Ausstellung gemacht. Der zweite für uns wichtige Schritt jetzt anlässlich dieses 80. Jahrestages ist tatsächlich der heutige Abend, wo es um die Erinnerung geht. Und das an einem sehr prägnanten Beispiel der Festung Brest in Belarus. Herr Ganzer wird es uns nachher erklären. Und wir haben nächste Woche ab dem 29. Juni bei uns in Karlshorst noch eine Lesung aus Feldpostbriefen. Da geht es also wirklich um die Perspektive der Betroffenen von unten, wie man so sagt. Wenn Sie da Interesse daran haben, gucken Sie auf der Homepage. Das ist uns aber auch wichtig. Also die Erfahrung der Menschen vor Ort, in dem Fall Feldpostbriefe aus der ukrainischen Stadt Kamenez-Podolsk. Hier sehen Sie schon so ein bisschen auch, dass das Proporzdenken bei uns sehr, sehr wohl Einzug gehalten hat. Trotzdem, jetzt geht es hier darum, einer Dissertation auf die Spur zu kommen, vor allen Dingen, weil wir den Autor hier haben. Dr. Christian Ganzer ist studierter Historiker, im Nebenfächer noch Volkskunde und Osteuropa-Studien. Volkskunde ist durchaus von Belang, weil das ein bisschen seine Arbeitsweise zur Erstellung dieser Promotion beeinflusst hat. Er hat dann nach seinem Studium, was 2004 beendet wurde, noch eine Ausbildung zum Lehrer für Deutsch als Fremdsprache gemacht und war dann auch später viele, viele Jahre als DAAD-Lektor in Osteuropa unterwegs. Hat sogar noch einen kleinen Schlenker ins Museumsmanagement mit einem weiteren Aufbaustudiengang gemacht, um sich dann in mehreren Projekten, die sowohl die ukrainische, die Erinnerung in der Ukraine, als auch in Belarus zum Thema haben, dann aber auch die museale Darstellung von Stereotypen, von Feindbildern, hat er untersucht und ist dann dazu übergegangen, am Beispiel der Festung Brest vieles davon zu verdichten. Die Arbeit ist 2019 an der Universität Leipzig verteidigt worden und liegt eben jetzt als Buch vor. Für uns ein willkommener Anlass, Herrn Ganzer eingeladen zu haben. Und ich würde einfach sagen, hiermit hat er das Wort, damit wir dann hinterher noch möglichst viel Zeit haben für die Diskussion. Herzlich willkommen, Christian Ganzer. Achso, das kann man gar nicht abstellen. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung. Wenn ich in
Belarus oder in Russland über die Brester Festung spreche, dann muss ich immer ganz viel über die Ereignisgeschichte und über die Operationsgeschichte erzählen, über die Militärgeschichte. Und mir wurde aber gesagt, dass das hier von Publikum nicht so, dass das Publikum daran nicht so interessiert sei. Ich werde mich heute konzentrieren auf das Narrativ über die heldenhafte Verteidigung der Brester Festung und auf seine Materialisierung am Erinnerungsort Brester Heldenfestung. Nach Stalins Tod hatte man in der Sowjetunion ein Problem. Und ich habe auch gerade ein Problem. Ich habe nämlich das Ding vergessen, womit man die Folie war. Also, nach Stalins Tod hatte man in der Sowjetunion ein Problem, und zwar wollte man aus dem großen Vaterländischen Krieg eine große Erzählung machen, eine Heldenerzählung, die zur Legitimation der Sowjetherrschaft dienen konnte. Und man hatte auch ganz viel Material dafür. Man hatte die ganzen großen Schlachten, Stalingrad, die Schlacht vor Moskau, die Schlacht um den sowjetischen Kaukasus, die Befreiung osteuropäischer Länder, die Einnahme Berlins, die Zerschlagung des Nazismus. Man hatte eigentlich wirklich gutes Material für so eine Geschichte, aber es fehlte ein überzeugender Anfang. Denn die ersten 4 Monate des Krieges waren geprägt von Niederlagen der Roten Armee, von millionenfachen Tod, von millionenfacher Gefangenschaft. Und das ist natürlich ein Beginn, der Fragen aufwerfen könnte. Warum mussten wir Moskau überhaupt verteidigen? Wieso konnten die Deutschen überhaupt so weit, wieso waren wir nicht vorbereitet? Wie, so, ne? Und wer ist schuld? Und so eine Frage wollte man im Kreml natürlich nicht unbedingt haben, denn wer schuld war daran, dass man nicht vorbereitet war, das ergibt sich daraus. Nach und nach hat sich Brest als Lösung etabliert für dieses Problem. Und wie das passiert ist, werde ich Ihnen gleich erzählen. Der Grund dafür ist, dass hier, so konnte es erzählt werden, der Krieg, der deutsche Angriff bereits am Anfang stecken geblieben sei. Das ist zwar nicht ganz richtig, hier ist nur eine Division stecken geblieben für eine Woche, während die Masse der 190 anderen Divisionen, die am Angriff beteiligt waren, eben vorrücken konnte. Aber immerhin, hier gab es irgendwie etwas, was anders war als an anderen Orten. In Deutschland muss ich immer davon ausgehen, dass nicht alle Menschen wissen, wo Belarus eigentlich liegt. Früher hat man auch Weißrussland gesagt. Deswegen habe ich ein paar Karten mitgebracht. Belarus liegt westlich von Russland, östlich von Polen, dazwischen nördlich von der Ukraine. Und Sie sehen, Moment, hier ist ein Knopf, wurde mir gesagt, und hier am im südwestlichen Zipfel liegt direkt an der polnisch-belarussischen Grenze Brest, direkt am Bug. Und am westlichen Stadtrand von Brest liegt auf 4 Inseln die Brester Festung. Diese 4 Inseln sind zum Teil künstlich geschaffen durch Gräben und zum Teil sind es natürliche Inseln, weil hier Bug und Muchowiec zusammenfließen und auch noch der Muchowiec hier auch noch sich teilt und dadurch eine natürliche Insel entstanden ist, die wir als die Kerninsel bezeichnen. Wie jedes große Narrativ hat auch das Narrativ von der Verteidigung der Brester Festung mal klein begonnen. Es war zunächst eine lokale Erzählung über ein lokales Ereignis. Und es gab im Wesentlichen 2 Grundlagen, um dieses Narrativ zu entwickeln. Auf der einen Seite gab es den Gefechtsbericht über die Wegnahme von Brest-Litowsk, geschrieben vom Divisionskommandeur der 45. Infanteriedivision. Das war die Division, die Brest eingenommen hat und die Festung. Und eine Kopie von diesem Gefechtsbericht ist bereits im Winter 41-42 in sowjetische Hände geraten und bereits im Juni 42 in Auszügen veröffentlicht worden. Gab es aber ein Problem. Dieser Gefechtsbericht, der enthält nämlich ganz viele Angaben über Gefangene. Und Gefangene galten ja nun in der Sowjetunion nicht als Helden, sondern als Verräter. Dementsprechend konnte der Gefechtsbericht in großen Teilen einfach gar nicht verwendet werden. Und diese Teile wurden natürlich auch nicht veröffentlicht.
Die zweite Grundlage für dieses offizielle Narrativ, das nach und nach entwickelt wurde, war Fantasie. Man hatte nichts anderes, außer dieser Quelle, die nicht ganz geeignet war, eine Heldengeschichte zu entwickeln. Und dann hat man eben auf die Fantasie zurückgegriffen. Diese Geschichte von Brest war eine von vielen lokalen Heldengeschichten, wie es sie an ganz vielen verschiedenen Orten in der westlichen Sowjetunion gab. Und sie wurde nach und nach ausgebaut. Man hat Fantasiehelden entwickelt, man hat Fantasietaten entwickelt. Darauf kann ich jetzt nicht ausführlicher eingehen. Im Buch habe ich einige Sachen ausführlicher beschrieben. Künstler haben sich der Sache angenommen, aber auch hier muss man sagen, in der Sowjetunion war auch die Kunst ja nicht ganz frei. Und deswegen waren es zum Teil eben Auftragskünstler, die Gemälde gemacht haben, ja, jetzt bin ich anscheinend im falschen Moment, die Gemälde auf Bestellung gemalt haben, die eben nur dieses Heldentum dargestellt haben und nicht sonderlich realistisch waren, aber das haben Schlachtengemälde international so an sich. 1948 und 1951 sind dann mehrere längere Texte erschienen, von einem Parteiideologen, von einem Schriftsteller und 1951 sind dann mehrere Texte von einem Offizier der Roten Armee veröffentlicht worden. Besonders letztere Texte haben unionsweite Verbreitung gefunden, weil sie in Armeemedien veröffentlicht wurden und das konnte man dann eben in der ganzen Sowjetunion lesen. Diese Autoren haben begonnen, eine narrative Struktur zu entwickeln. Es gab noch einen Haufen anderer Autoren, die kürzere Texte veröffentlicht haben, aber diese drei waren die wirklich wichtigen. Ab 1945 begann dann der systematische Aufbau der Brester Festung zu einem Staatsmythos. Insbesondere wurde das betrieben vom Propagandaschriftsteller und Journalisten Sergei Smirnov sowie von dem berühmten Kriegsschriftsteller Konstantin Simonow, den viele von Ihnen wahrscheinlich auch kennen. Die entscheidende Neuerung war, dass Smirnow mit Zeitzeugen gesprochen hat, mit Veteranen der Brester Kämpfe und deren Erinnerungen aufgezeichnet hat. Problematisch war hier zum einen, dass die Zeitzeugen zum Teil bereits die Publikationen kannten, die früher erschienen waren, und sie haben dann ihre Erinnerungen an diesen Publikationen orientiert. Denn sie wussten ja bereits, das ist von der Partei gutgeheißen worden, das darf ich erzählen. Und Smirnow war nun kein Historiker und hat eins nicht gemacht, Quellenkritik. Er hat einfach alles, was ihm von den Veteranen erzählt wurde, eins zu eins übernommen. 1956 kam dann der Durchbruch. Smirnow hatte schon vorher die Gelegenheit, im Alle-Unions-Radio aufzutreten. Der Film ist in die Kinos gekommen. Ach, hier hatte ich zwei Folien offensichtlich verwechselt. Das ist eins der berühmtesten Gemälde über die Brester Festung. Ganz früh ist 1950. Hier ein Standbild aus dem Film Unsterbliche Garnison von 1956. Es wurde das erste kleine Museum eingerichtet und es sind viele Bücher dann erschienen und Artikel. Und in der ganzen Sowjetunion hat man in der Folge von der Brester Festung gesprochen. Alle kannten die Brester Festung. Das hatte dann aber auch zur Folge, dass sich ganz viele Zeitzeugen bei Smirnow gemeldet haben. Denn er hat zunächst nur mit drei Menschen überhaupt gesprochen und dann schon veröffentlicht. Und nun stellte sich raus, dass mehrere hundert Personen die Hölle der deutschen Lager überlebt hatten und eine Chance sahen zur Rehabilitierung und natürlich auch eine Chance, einen Teil dieses Ruhms auch abzubekommen. Das ist nicht illegitim, dafür habe ich vollstes Verständnis. Problematisch ist es aber, wenn man diese Erzählungen dann für bare Münze nimmt und ohne Quellenkritik halt als Grundlage für die Geschichte nimmt. Die Hauptbestandteile des offiziellen Narrativs, wie es dann von Smirnow entwickelt wurde, waren folgende. Erstmal die ungeheure Dauer der Verteidigung. 32 Tage haben die Verteidiger angeblich ausgehalten.
gegen eine mehrfache Übermacht, wird unterschiedlich beschrieben, bis zu zehnfach. Die zweite Hauptsäule ist gewesen, dass es eigentlich keine Gefangenen gab. Die Gefangenen, die man da hatte, die braucht man dann als Zeitzeugen, das konnte man nicht komplett unterschlagen, aber dass die Masse der Verteidiger in Gefangenschaft geraten ist, das wurde verschwiegen und es wurde mit verschiedenen Kniffen gearbeitet. Man hat zum Beispiel einen der Haupthelden hervorgehoben, Wladimir Schablowski, der aus der Gefangenenkolonne ausbrach und sich in das Wasser das flache Wasser eines Kanals warf, wo er von den Deutschen erschossen wurde. Das Ganze vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder, die auch in dieser Kolonne waren. Und Schablowski gilt eben heute als einer der wichtigsten Helden, weil er den Tod der schändlichen Gefangenschaft vorgezogen hat. Es wurden die wichtigsten Helden entwickelt und bekannt gemacht. Und das Interessante ist hier, dass die Helden, die wichtigsten Helden, einerseits Kommandeure der Armee waren, andererseits Grenzsoldaten. Dazu müssen wir wissen, die Grenztruppen waren dem NKWD untergeordnet und politische Kommissare. Das heißt, die Partei war damit vertreten. Und das sind die drei Hauptsäulen der sowjetischen Macht gewesen. Armee, Geheimdienst und Partei. Und das ist dann halt so eine Art sowjetischer Gerechtigkeit. Es müssen immer alle drei erwähnt werden. Weitere Hauptbestandteile des Narrativs waren die Motive für diesen Kampf bis zum letzten Atemzug. Das waren nämlich die Kühnheit des sowjetischen Soldaten, seine Treue zum Eid, seine grenzenlose Liebe zur kommunistischen Partei und zur sozialistischen Heimat. Hier in Brest seien die ersten Ziegel im Fundament des großen Sieges gelegt worden. Ohne Brest keine Einnahme Berlins. Es gibt unheimlich viele Einzelmotive dieses Narrativs, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Smirnovs Quellen waren zum einen die frühen fantastischen Texte, die ich schon erwähnt habe, Fragmente, ganz vorsichtig genau ausgewählte Fragmente des Gefechtsberichts und besonders natürlich die Augenzeugen, die niemals dem widersprochen haben, was vorher schon veröffentlicht war und die er ohne Quellenkritik halt übernommen hat. Heute sind sehr, sehr viele Primärquellen aus der Zeit der Kämpfe gefunden worden. Sie sind zugänglich, sie sind in den Archiven, sie sind veröffentlicht und da möchte ich halt eine kleine Gegenüberstellung machen. Wie lange wurde gekämpft? 32 Tage? Es waren 8. Und auch hier ist die Frage, was ist die Verteidigung der Brester Festung? Wie lange können wir von der Verteidigung der Festung sprechen? Ist das, wenn es Kämpfe auf dem gesamten Territorium der Festung gibt, das sind die ersten 3 Tage, das sehen wir auch ganz gut an den Verlusten beider Seite, also Phase 1, ist es, wenn noch einzelne Widerstandsherde verteidigt werden, das ist Phase 2 hier, oder ist es, wenn noch um einen einzigen Widerstandsherd gekämpft wird, der sich noch hält, das ist Phase 3, wo halt noch um ein Objekt gekämpft wurde. Oder ist es, und das ist die sowjetische Lesart, wenn noch eine Person nicht in Gefangenschaft ist und noch Widerstand leistet. Und tatsächlich hat es am 23. Juli eine Schießerei in der Festung gegeben, bei der noch ein Kommandeur festgenommen wurde. Und das gilt eben als der Endpunkt der Verteidigung der Brester Festung, wo eben der letzte Verteidiger der Festung in Gefangenschaft geraten ist. Die zweite Hauptsäule ist Anistajali Nasmerch. Sie haben bis zum Ende gekämpft, bis zum Tode gekämpft. War das so? Wir haben mehr als 9000 Soldaten und Kommandeure in der Festung am Beginn des Krieges. Von denen sind etwa 6800 in Gefangenschaft geraten. Also etwa 75%. Wir können also auch eigentlich nicht sagen, dass die Verteidiger der Brester Festung alle bis zum Ende gekämpft haben. Wir haben aber auch 2000 Tote auf der sowjetischen Seite. Ohne kritisches Korrektiv wurde Brest zu einem der zentralsten Ereignisse des Zweiten Weltkrieges etabliert und für manche auch zu einem der zentralsten Ereignisse in der Weltgeschichte überhaupt.
Der Ort, an dem das Ganze stattgefunden hat, wurde zu einem Erinnerungs- und Gedenkort ausgebaut. 1956 habe ich schon gesagt, das erste kleine Museum eröffnet. Wir sehen hier dessen ersten Direktor, Arkadi Krupenikov, wie er eine Führung in diesem Museum macht. Jörg Moret kann vielleicht eine lustige Geschichte aus einem Moskauer Archiv erzählen, wo er Krupenikov mal getroffen hat. Das Museum ist dann 1961 massiv erweitert worden. 1971 ist dann eine monumentale Gedenkstätte dort eingerichtet worden. Das Hauptmonument Mujestva, Kühnheit, ist mehr als 30 Meter hoch und 50 Meter breit. Hier haben sich die Moskauer Betonköpfe ein Denkmal für sich selbst gesetzt. Die Aufgaben des Museums waren auch die eines Gralshüters. Einerseits natürlich klassische Museumsarbeit, sammeln, bewahren, präsentieren, aber eben auch kontrollieren. Das Museum hat eine Monopolstellung bekommen für diese Arbeiten und hat auch eine gewisse Zugangskontrolle ausgeübt, wer welche Materialien eigentlich sehen durfte, wer in den Archiven arbeiten durfte. Und ich beispielsweise durfte am Anfang dort arbeiten, weil wir ein relativ gutes Verhältnis hatten. Ich habe das Museum sehr unterstützt mit Materialien. Aber irgendwann wurde klar, das, was ich da finde und die Fragen, die ich stelle und die Antworten, die ich in diesem Archiv dort finde, das geht nicht. Und so wurde mir also verboten, weiter in der Museumssammlung zu arbeiten. Auch eben wegen der unterschiedlichen Interpretationen von Quellen. Also mir wurde ausdrücklich gesagt, wo interpretierevali eti istočniki po svojemu. Sie haben die Quellen auf ihre Weise interpretiert. Und da habe ich dann gefragt, ja, aber auf wessen Weise hätte ich es sonst tun sollen? Ich bin doch Historiker, sonst wäre es doch Auftragsarbeit, das geht doch nicht. Das Museum hat auch Fälschungen betrieben. Es hat Dokumente gefälscht, also historische Quellen gefälscht. Es hat Objekte gefälscht. Hier ein Beispiel, was ausführlich in dem Buch beschrieben wird. Und es hat Objekte auch vorsätzlich falsch zugeordnet. Also der Wecker ist mehrfach manipuliert worden, damit er endlich die richtige Zeit anzeigt. Dieses Museum verfügt heute über 10 Säle. Das ist unheimlich viel Platz für so ein kleines Thema. Denn das Thema sind ja nur 8 Tage und 4 Quadratkilometer. Okay, offiziell 32 Tage. Und außerdem gibt es halt ein Problem mit Exponaten. Denn die Sachen, die die Verteidiger der Festung 1941 besaßen, die hatten sie, nachdem sie durch die Hölle der deutschen Lager gegangen sind, in der Regel nicht mehr. Und bis das Museum eröffnet wurde, verging noch mal ein Jahrzehnt. Das heißt also, Originalobjekte, die personifizierbar sind, die persönlich zuzuordnen sind, gab es nur sehr, sehr wenige. Deswegen ist das Museum geprägt einerseits von korrodierten Bodenfunden, andererseits von Porträtaufnahmen und von persönlichen Gegenständen, wie man das in sowjetischen Museen ja sehr viel hat, die aber meistens keinen Bezug zur Kriegsgeschichte der Menschen aufweisen, sondern zur Nachkriegsgeschichte. Das größte Problem des Museums ist aber, dass es eine Geschichte erzählt, die sich so in großen Teilen gar nicht ereignet hat, für die es also auch keine Exponate geben kann. Das Museum hat die Aufgabe, Heldenverehrung zu betreiben. Aber wie geht man dann mit der Gefangenschaft um? Die Porträtfotos tragen zum Teil die Information Pagib Plenu, ist in Gefangenschaft umgekommen. Bei denen, die aus der Gefangenschaft lebendig zurückgekehrt sind, fehlt die Information, wie sie eigentlich überlebt haben. Und mir hat ein Museumsmitarbeiter mal gesagt, naja, das würde ja schlecht für deren Reputation sein. Das können wir doch nicht öffentlich sagen, dass sie in Gefangenschaft waren. Zu den Aufgaben des Museums gehört auch die patriotische Erziehung der Bevölkerung, insbesondere der Jugend. Und das ist halt etwas, was sehr aktiv dort betrieben wird. Vor wenigen Jahren, jetzt muss ich überlegen, 2013 oder 2014 war es, wurde ein weiteres Museum in der Brester Festung eröffnet, und zwar das Museum des Krieges
Territorium des Friedens. Das ist ganz merkwürdig, wenn man das alte Museum der Verteidigung, das ja immer noch da steht, kennt und dann in dieses neue Museum geht, weil das eigentlich eine komplette Doppelung ist. Eigentlich wird das ganze Narrativ hier noch einmal wiederholt. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Unterschied. Visuell wird dieses neue Museum vom Thema der Kriegsgefangenschaft dominiert. Das ist ein ungeheurer Fortschritt. Aber es wird jeder Versuch unterlassen, in der Dauerausstellung zu klären, in welchem Maße, in welchem quantitativen Ausmaß die Gefangenschaft auch die Verteidiger der Brester Festung betroffen hat. Das Museum der Verteidigung der Brester Festung wurde während des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion eingeweiht und war sofort veraltet. Nach dem Parteitag kamen westliche Delegationen auf dem Weg zurück nach Frankreich und in Italien durch Brest und wurden natürlich durch das neue Museum geführt. Und Krupennikow, der Museumsdirektor, führte diese Gruppe und pries natürlich, wen können Sie sich denken, Stalin ohne Ende, weil das ja der Hauptheld der Brester Festung war. Bis ein sowjetischer Begleiter dieser Delegation ihn beiseite nahm und ihm ins Ohr flüsterte, er möge doch ein bisschen weniger über Stalin sprechen. Okay, Stalin ist dann also rausgenommen worden aus der Ausstellung und man hat halt die Geschichte weitergesponnen und weitererzählt. Die Einrichtung der Gedenkstätte 1971 war eine Folge der Restalinisierung ohne Stalin unter Brezhnev gewesen. Und wir sehen also auch hier, dient dieses Museum weiter eben einer bestimmten Lesart der Macht. Eingerichtet wurde es mit im Stile des sozialistischen Realismus, mit Monumentalkunst, aber man hat auch damals schon festgestellt, dass es ästhetische Probleme mit dieser Kunst gibt. Die Architekten und Künstler, die das entworfen hatten, hatten eigentlich darauf gehofft, eine Staatsprämie zu erhalten. Und die haben sie tatsächlich nicht bekommen. Es gibt in dieser großen Gedenkstätte noch einen Haufen weiterer Denkmäler und Gedenktafeln. Und es werden auch immer mehr, was ja ganz natürlich ist, denn jede Generation versucht ja ihren eigenen Umgang mit der Geschichte zu finden. Und das materialisiert sich eben auch mit neuen Denkmälern. 1991 wurde die Sowjetunion aufgelöst und die Kommunistische Partei hörte auf zu existieren. Das heißt, von diesen drei Säulen der sowjetischen Macht fiel die Hauptsäule plötzlich weg. Es blieben Militär und Geheimdienst. Man könnte von so einer Art Entkommunisierung sprechen, die dann einsetzte. Und das wirkte sich auch auf das Museum in Brest aus, weil über die führende Rolle von Kommunisten und Komsomolzen in den Kämpfen war plötzlich keine Rede mehr. Die Parteizugehörigkeit wurde nicht mehr gesondert betont und ganz zentral zu den Motiven für dieses Heldentum zählten nicht mehr die Liebe zur kommunistischen Partei und zur sozialistischen Heimat, sondern naja, nur noch zur Heimat, irgendeine Heimat, Hauptsache Heimat. Und hier sehen wir also, dass dieses Narrativ sich verändert im Laufe der Jahrzehnte. Nach dem Ende der Sowjetunion war das Museum zunächst mal mit einem massiven Einbruch der Besucherzahlen konfrontiert. Aber ab Mitte der 1990er Jahre hat man sich dann zurückbesonnen auf positive sowjetische Traditionen. Sie kennen vielleicht die Meinungsumfragen, deren zufolge der große Sieg im Großen Vaterländischen Krieg eigentlich eins der ganz wenigen Momente ist, wo die Menschen in Russland und Belarus heute stolz auf die sowjetische Geschichte empfinden. Es kam dann auch zu einer Reetablierung der ideologischen, etatistischen und militaristischen Funktionen des Museums und des Narrativs. Das Museum ist heute Zentrum der patriotischen Erziehung der Jugend und es werden Rituale aus der Sowjetunion wieder aufgenommen. Die Ehrenwache, aus freiwilligen Schülern gestellt, hat tatsächlich ohne Unterbrechung auch 1991 weiter bestanden, als einzige in der ganzen ehemaligen Sowjetunion, wie man in Brest stolz erzählt. Es werden wieder Eide abgelegt von Soldaten und Grenzschützern. Der BRSM, die belarussische entkommunisierte Nachfolgeorganisation des Komsomol,
führt Rituale durch, wie beispielsweise die Überreichung von Mitgliedskarten. Es finden Gedenkveranstaltungen weiterhin statt. Heute Abend wird in einigen Minuten wird Alexander Lukaschenko seine Rede in der Festung beginnen. Ich habe das voll im Auge. Und seit kurzem werden auch Pro-Regime-Kundgebungen von Lukaschisten dort abgehalten. Die Monopolstellung des Museums für die Interpretation der Geschichte ist weggefallen. Inzwischen wird die Festung auch von anderen angeeignet. Es finden Ethnisierungen statt, es gibt Versuche der Christianisierung der heldenhaften Verteidigung. Die Dauer wird zum Teil verlängert von 32 Tagen auf mehr. Und es gibt mittlerweile auch offen geäußerte Kritik und unabhängig stattfindende Veröffentlichungen. Die Heldenlegende legitimiert auch heute den autoritären Staat und den Einfluss des Militärs in der Gesellschaft. Ganz interessant ist, dass Anfang des Jahres das Kollektiv der Festung des Museums eine besondere Prämie erhalten hat vom Präsidenten, und zwar für den besonderen Beitrag zur Bewahrung der historischen Wahrheit. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Minions. Das sind so gelbe, sympathische, etwas trottelige Kreaturen, die halt so eine Filmgeschichte, Hollywood-Geschichte, die nur ein großes Ziel im Leben haben, nämlich dem größten möglichen Bösewicht zu dienen. Und wenn ich die Geschichte dieses Museums mir angucke, dann muss ich manchmal an die Minions denken. Wir dienen Stalin. Oh, Stalin ist weg? Ach, egal, dann nehmen wir den nächsten. Wir dienen Brezhnev, hurra. Oh, die kommunistische Partei, die Sowjetunion ist weg, egal. Wir passen das Narrativ ein bisschen an und dienen, oh, es ist kein richtiger Bösewicht da, aber ein paar Jahre später kam Lukaschenko. Jetzt dienen wir Lukaschenko. Ich bin sehr neugierig, was nach dem Ende dieses Regimes mit dem Narrativ und der Gedenkstätte in Brest passieren wird. Ich bin kein Futurologe, kann ich also nicht vorhersagen, aber ich kann Ihnen versprechen, ich werde es dann wieder erforschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Christian. Das waren jetzt schon mal ein paar ganz gute Vorlagen. Gleich die allererste Frage. Es gibt ja oder es entwickelt sich ein Bild von den Helden, die diese Festung verfestigt haben. Gibt es dazu auch das Gegenstück, ein Bild von den Angreifern? Es ist traditionell so, das ist ganz schön, da auch zu sehen, die schießen ganz aktiv und die kämpfen ganz aktiv, aber wohin die schießen, auf wen die schießen, das wird eigentlich nicht gezeigt. Und das ist bei dem ersten Gemälde eine ganz ähnliche Sache. Man sieht den Gegner nicht. Und natürlich wird dargestellt, dass der Gegner ein Verbrecher war. Es wird immer wieder, es gibt lauter Geschichten darüber, was im Einzelnen für Verbrechen dort geschehen sind. Und es wird eben immer gesagt, das sind die Faschisten gewesen. Es wird nie gesagt, das waren Deutsche, es sind die Faschisten in sowjetischer Tradition. Aber ein Bild des Feindes gab es im Museum nicht bis Anfang der 90er Jahre. Und da ist nämlich was ganz Interessantes passiert. Da kamen nämlich Angehörige eines jungen Mannes, der in Brest gefallen ist, aus Deutschland nach Brest, und haben ein Porträtfoto überreicht. Heinz Halbgewachs war der Name des jungen Mannes. Und dann hat man in Brest was ganz Ungewöhnliches gemacht, man hat nämlich dieses Foto aufgehängt in der Dauerausstellung. Okay, das Ganze hatte einen Schönheitsfehler. Die Angehörigen haben nämlich auch einen Brief
übergeben von dem Kommandeur des jungen Mannes, in dem dieser beschreibt, wie Heinz ums Leben gekommen ist. Und das wurde dann übersetzt und man hat festgestellt, diese Übersetzung eignet sich ganz besonders gut für unsere Ausstellung. Denn als Todesursache wurde festgestellt, dieser junge Mann ist an einem Herzinfarkt gestorben. Man könnte also sagen, der ist vor Angst gestorben. Das beruhte auf einem Übersetzungsfehler. Im Original hieß es Herzschuss. Das kannte der Übersetzer aber nicht. Und so hat sich dann ein Narrativ entwickelt. Die sowjetischen Soldaten kämpfen heldenhaft, während die Deutschen vor Angst sterben. Heißt jetzt diese kleine Anekdote aber auch, dass diese ganze Entwicklung, die du hier skizziert hast, aus sich selbst heraus entsteht, also ohne Wechselspiel mit einer deutschen Geschichtswissenschaft? Ja. Ja, also was an Literatur aus Deutschland rezipiert wird, das sind Sachen wie Heinz Guderian oder Otto Skarzeny oder der britische Militärhistoriker Liddell Hart, der Interviews mit deutschen Militärs veröffentlicht hat und auf diese Weise eben die deutsche Stimme da wieder reinkam. Und immer wenn diese besonderen Spezialisten fürs Heldentum etwas Positives über den Durchhaltewillen der sowjetischen Soldaten geschrieben haben, dann wurde das dort aufgenommen und zitiert. Ansonsten wird westliche Geschichtswissenschaft in Brest nicht rezipiert. Na, ich hatte jetzt schon gesondert Deutsch abgefragt. Also ich meine, durch die DDR gab es ja zumindest ideologisch über einen langen Zeitraum eine Nähe, eine Bruderschaft gar. Das hätte man sich ja zunutze machen können. Aber ist offensichtlich nicht geschehen. Nein. Der Kommunikationsweg war umgekehrt. Er war von Ost nach West. Also es hat Artikel in DDR-Zeitschriften und Zeitungen gegeben, die im Prinzip reine Kopien des Heldennarrativs waren. Und interessanterweise hat das Museum der Verteidigung der Brester Festung erst 1990, allerdings vor dem 3. Oktober, in Potsdam angefragt, ob es nicht vielleicht irgendwelche Dokumente, irgendwelche Quellen gibt, die man mal schicken könnte. Und die sind dann tatsächlich geschickt worden und die liegen halt bis heute im Safe bei der stellvertretenden Museumsdirektorin und nicht in der Museumssammlung, wo sie allgemein zugänglich wären, weil, diese Dokumente enthalten halt nicht das, was man gerne hätte. Und warum eigentlich Brest? Also ich meine, die Front, die die Wehrmacht da aufmacht am 22. Juni, ist tausende von Kilometern lang. Es gibt drei große Heeresgruppen, also Mitte ist die, die da an Brest vorbei rutscht auf Moskau zu, im Norden auf Leningrad zu, im Süden Richtung Kiew, weiter ans Schwarze Meer, grob gesagt Schwarzerde-Dreieck der Ukraine. Warum gerade Brest? Warum ist Brest jetzt der Hotspot, möchte ich mal neudeutsch sagen, der Erinnerung geworden? Also militärische Gründe hat das nicht. Das kann man schon mal sagen. Denn der Zwischenfall in Brest ist aus militärischer Sicht ein geringfügiger Zwischenfall. Sowohl vom Umfang her, als auch von der Bedeutung her, als auch von den Auswirkungen her. Ich habe diese Frage dem ersten Museumsdirektor gestellt, Arkadi Krupennikov. Ich habe lange Gespräche mit ihm in Moskau geführt und wir haben das lange diskutiert und er hat es mir folgendermaßen erklärt und ich halte das für ziemlich plausibel. Zum einen, also es gab andere Orte, die quasi in der Diskussion waren, die man zu einem entsprechenden Ort hätte aufbauen können. Das waren zum Beispiel Liepāja im Norden, die Hafenstadt, und es war Ravaruskaja in der Ukraine und es war ein Grenzstützpunkt Lepel, glaube ich, hieß der, auch südlich. Aber das Problem war, dass das alles ziemlich abgelegene Orte waren. Und Liepāja zusätzlich auch noch eine relativ geschlossene Stadt, also da kam man ohne Propusk, also ohne Passierschein, gar nicht rein. Und Brest lag nun am Hauptverkehrsweg von Warschau nach Moskau, wo auch also ganz, ganz viel Verkehr durchgegangen ist. Die Brester Festung war auch einfach, hatte einen hohen Wiedererkennungswert, nur mit diesen Türmen und mit den Toren, lag günstig und lag
anders als Ravaruskaja in der Westukraine, in einem ideologisch gefestigten Gebiet. Also da brauchte man sich keine großen Sorgen zu machen. Während die Westukraine, da wurde ja bis Mitte der 50er Jahre noch von nationalistischen Partisanen Widerstand geleistet gegen die Sowjetmacht. Das sind eigentlich die Gründe, die dann dazu geführt haben, dass man Brest nimmt. Es eignet sich eben als kleiner, überschaubarer Ort, als Ort, den man wiedererkennt, und er ist einfach logistisch unheimlich gut zu erreichen. Aber der möglicherweise militärische Aspekt, dass tatsächlich über einen doch wahrnehmbar langen Zeitraum sich einzelne Kämpfer irgendwie haben verstecken können, nennen wir es mal so, der spielt offensichtlich so gar keine Rolle. Naja, das war eigentlich ja überall der Fall. Dass, eben drum. Also, dass man, also die Deutschen hatten im rückwärtigen Heeresgebiet halt immer das Problem, dass noch versprengte sowjetische Soldaten versuchten, in Freiheit zu bleiben, am Leben zu bleiben. Die versuchten zum Teil über die Front zu kommen, um zu ihren Einheiten zu kommen, und zum Teil fingen sie an, sich zu organisieren und als Partisanen zu kämpfen. Dieses Problem hatte man eigentlich überall. Das war keine Spezifik von Brest. Brest hatte aber eben eine Besonderheit, und das war die Festung. Und das war einerseits das Verderben der Menschen, dieser Soldaten, die dort waren, und andererseits die Chance. Denn das war das Verderben, denn sie kamen nicht raus. Es war wie eine steinerne Mausefalle. Die wenigen Tore, die gebaut worden waren, Mitte des 19. Jahrhunderts, nicht eine offene Feldschlacht, sondern man hatte überall Deckung. Und das war genau das, was der Divisionskommandeur Schlieper in Brest hatte vermeiden wollen. Der hatte den Befehl gegeben, sollte Brest, also die Stadt Brest, verteidigt werden, von Osten abschließen und weitermachen. Nicht in die Stadt rein, nicht in der Stadt kämpfen, weil das einfach zu hohe Verluste gebracht hätte. Und diese Verluste hatten sie dann in der Festung. Okay. Und ist Brest, also 1956 wird das Museum gegründet, Ausbaustufen sind 1961, 71. Das liegt so ein bisschen quer zu den sonst gängigen Zäsuren, möchte ich mal sagen. Sonst sagt man immer, ja, der 20. Jahrestag 1965 schafft so einen Erinnerungsboom. Und ja, dann in den 70er Jahren, in der Brezhnev-Zeit, gibt es dann große Ausbauten. Also das deckt sich dann schon mit dem monumentalen Ausbau dieser Gedenkstätte. Also wie bringst du das in den Kontext, den ich jetzt möglicherweise falsch aufgezeigt habe? Das wäre die eine Variante. Oder ist Brest da gar so etwas wie ein Impulsgeber? Also zum einen ist Stalins Tod ein ganz wichtiges Ereignis. Denn als Stalin noch lebte, hatte eigentlich niemand was über den Krieg zu sagen, außer Stalin. Das können wir hier in Berlin übrigens auch schön im Treptower Park sehen. Die einzelnen Sarkophage, die dort stehen, die sind ja thematisch. Und jetzt könnte man da halt thematisch auch was draufschreiben. Aber auf jedem einzelnen ist irgendein Stalin-Zitat. Das macht auch nochmal deutlich, außer ihm hat niemand anderes was zu sagen. Da muss ich jetzt kurz einschieben, das wird 1949, im Mai 1949 wird der Treptower Park eingeweiht, also der Baubeschluss liegt deutlich früher, da lebt Stalin noch. Und zweitens, es ist eben das einzige, würde ich sagen, das einzige große oder das große Monument als Erinnerungsikone in der sowjetischen Erinnerung. Und das ist eben nicht irgendwo in Moskau oder sonst wo auf dem Territorium der Sowjetunion, sondern in Berlin, was durchaus wichtig ist als militärischer Zielpunkt. Ja? Also den Reichstag in Berlin einnehmen, das wissen wir alle mit der Fahne, das ist die Trophäe schlechthin, diesen Faschismus in seinem Regierungssitz besiegt zu haben. Ja, so, und zu Stalins Lebzeiten hat eben auch die sowjetische Geschichtswissenschaft nichts gemacht. Wahrscheinlich durfte sie nicht. Und 1953 stirbt Stalin und 1954 beginnt Smirnov und andere sich um die Brester Festung zu kümmern und eben über den Krieg zu arbeiten. Deswegen 1956 dann die Einrichtung des Museums, also als Zäsur in diesem Zusammenhang. Und die Einrichtung der Gedenkstätte, die kommt hier halt mit 1971 zu spät vor. Da ist es halt einfach so, die haben unheimlich lange dafür gebraucht. Die haben super viele Wettbewerbe ausgeschrieben für Denkmäler, für Monumente, für eine Gesamtkomposition, ein Gesamtkunstwerk. Und es war immer unbefriedigend. Und irgendwann wurden wurden mehrere Projektgruppen gezwungen, zusammenzuarbeiten, und
die haben dann halt dieses Gesamtkonzept gemacht. Und das ist dann halt erst 1971 eröffnet worden. Aber am Bau haben sie, glaube ich, 1969 bereits begonnen. Also insofern passt das doch in die Periodisierung rein, die du genannt hast. Okay, denn das schafft ja dann im Grunde dieses gewaltige Bild, ja, also als Monumentalanlage, was sich aber übrigens ganz gut deckt mit anderen Ausbauten. Also auch da möchte ich mal unser Partnermuseum in Kiew nennen, das auch 71 oder 72, aber genau in der Zeit in einer monumentalen Gestaltung dann sich am Dnieper-Ufer dann zelebriert, möchte man mal sagen. Und es gibt auch frühe Gründungen aus den 50er Jahren und so kleine so Umzüge von einer Lokalität in die nächste, bis man dann sozusagen den großen Neubau hat, voll durchgestylt. Ja. Also das ist dann schon eine passende Verdichtung. Also dann doch eher Brest im allgemeinen Erinnerungstrend der Sowjetunion. Ja, und dann aber als einer der wichtigsten Erinnerungsorte neben Stalingrad, Leningrad und Moskau. Also das ist wirklich, jedes Kind in der Sowjetunion kannte Brest, absolut jedes Kind. Ich habe jahrelang in der Ukraine gearbeitet und es war ganz witzig, ich habe meinen Studierenden manchmal gesagt, so, ja, wenn ihr Brest nicht kennt, dann erzählt das doch mal euren Eltern. Die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie, du kannst Brest nicht kennen. Keiner meiner Studierenden in der Ukraine kannte Brest, weil die dafür zu jung waren. Das war aus dem ukrainischen Schulcurriculum rausgefallen. Und die Eltern kannten natürlich alle Brest und haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie mir meine Studierenden berichtet haben. Na gut, aber dann jetzt nochmal sozusagen zum Mitschreiben. In Stalingrad gab es eine große Schlacht, die Rote Armee gewonnen hat. Klar, da erinnert man dran, das ist toll. Ja? In Brest, ja, was hat man da gewonnen? In Brest hat man die ersten Ziegel des großen Sieges gelegt. Und hier hat man von Anfang an, vom ersten Tag an, hat die Rote Armee bewiesen, dass sie Widerstand leistet. Und man hat es dann halt einfach verallgemeinert. Man redet immer, hier hat der Krieg begonnen, was ja Quatsch ist, weil der Krieg beginnt nicht an so einem 5 Kilometer langen Frontabschnitt, wenn die Front irgendwie 2.000 oder 3.000 Kilometer lang ist. Abgesehen davon wurde das Feuer im Bereich der Heeresgruppe Nord 10 Minuten früher eröffnet. Aber hier hat der Krieg begonnen und hier bereits auf den ersten Metern sowjetischer Erde hat der sowjetische Soldat Widerstand geleistet. Und so war es überall. Und diese Verallgemeinerung, die ja eine glatte Lüge ist, diese Verallgemeinerung, die lesen wir eben in den sowjetischen Schulbüchern, in den sowjetischen Geschichtsbüchern, wobei ich da noch eine Fußnote machen möchte, die sowjetischen Historiker, die haben sich dieses Themas nie angenommen. Die wussten wahrscheinlich ziemlich genau, dass es keine gute Idee ist, weil sie nur was anderes finden könnten. Es waren ausschließlich Journalisten und Schriftsteller, Ideologen, Künstler, die das gemacht haben. Und selbst wissenschaftliche Ausgaben haben dann als Fußnote gehabt, wenn es um Brest ging, entweder Belletristik, also dieses Buch von Smirnov, oder Erinnerungsberichte, die einfach eins zu eins abgedruckt wurden, also stark zensiert natürlich abgedruckt wurden und geschönt. Aber es funktionierte doch. Es funktionierte. Bis heute, genau, das wäre die nächste Frage. Funktioniert es heute immer noch? Ja, aber wie kann das sein? Tja, anscheinend eine gute Geschichte. Und es trifft aber im Wesentlichen auch mehrere Nerven. Also da muss ich so ein bisschen, da gleite ich jetzt so ein bisschen ins Hypothetische ab, weil da eigentlich Sozialwissenschaftler ran müssten, Soziologen ran müssten und das erforschen müssten. Aber meine Arbeitshypothesen sind folgende. Zum einen, in der Sowjetunion war Religion ja nun nicht so beliebt unter den Oberen, also vom Staat. Wir müssen uns vorstellen, das Ganze war ja nur ganz kurze Zeit nach der Oktoberrevolution. Ich bin so ein schlechter Mathematiker, also 23 Jahre nach der Oktoberrevolution, 25 Jahre, war der Krieg und die Menschen waren einfach noch nicht so komplett umgeformt, umgebildet, dass sie die Religion komplett vergessen hätten, aber sie war unterdrückt, die Religion war unterdrückt. Und die Brester Festung ermöglichte es nun, religiöse Bedürfnisse doch auf eine gewisse Weise auszuleben, weil da ja ganz viele Wundererzählungen mit verbunden waren. Ich habe das vorhin nicht ausgeführt, aber zu den immer wieder
genannten Elementen des offiziellen Narrativs gehört. Sie haben wochenlang ohne Wasser und Lebensmittel und Munition und Waffen gegen einen total überlegenen Gegner gekämpft. Also ein Rotarmist hat übermenschliche Kräfte. Genau. So, und das können wir zurückführen auf die Bibel, also die, die Speisung der 5000 im Neuen Testament. Oder das Chanukka-Wunder, wo das Öllämpchen 40 Tage oder wie lange es war, brennt. Waren es nur 8? Ich bin nicht so bibelfest. Danke. Danke, ja. Also es sind halt einfach diese Wundertaten, die dort, die dann halt ja, religiöse Bedürfnisse befriedigen können. Ein anderer Punkt ist, meine Vermutung wäre, dass eigentlich vielen Menschen klar gewesen sein muss, dass die meisten der Verteidiger der Brester Festung in Gefangenschaft geraten sind. Offizielles Gedenken an diese Menschen war nicht erlaubt. Es war sogar verboten, die Namen von Vermissten auf Denkmäler zu schreiben. Das musst du jetzt kurz erklären. Warum war das nicht erlaubt? Naja, das wurde ja schon eingangs gesagt, die Gefangenen galten als Verräter, als Landesverräter. Die sind nach § 58 Strafgesetzbuch als Landesverräter auch zum Teil verurteilt worden. Und die vermisst waren, da wusste man ja nicht. Sind die möglicherweise in Gefangenschaft und arbeiten sie möglicherweise in deutschen Fabriken? Und deswegen, dieser Verdacht reicht schon, diese Vermutung reicht schon, weshalb man ihre Namen nicht auf die Gedenktafeln schreiben durfte. So, also offizielles Gedenken ging nicht. Und meine Vermutung ist, dass ganz viele Menschen, die Angehörige verloren haben, weil die in Gefangenschaft waren und in deutschen Lagern umgebracht worden sind, dass die ihr privates Gedenken, ihr persönliches, familiäres Gedenken auf diese Weise irgendwie mit den staatlichen Ritualen zusammenbringen konnten, offiziell das taten, was der Staat vorsah und im Inneren eben das taten, was ihren toten Angehörigen, die in Gefangenschaft waren, gedachten. Das wäre meine Vermutung, aber ich kann sie wirklich nicht belegen. Und hast du auch keine Hinweise, Indizien? Ich konnte das nicht erforschen. Ich bin kein Soziologe. Aber ich fände das toll, wenn das jemand tun würde. Okay, die nächste Doktorarbeit. Aber das klingt jetzt ja so, dass das eigentlich ein universeller Ort für die ganze damalige Sowjetunion war und so rum gesehen eigentlich auch heute noch eine hohe Attraktivität für alle postsowjetischen Staaten haben müsste. Ist das so? Müsste. Nein, das ist halt, also in Belarus und in Russland ist das noch ganz definitiv so. Also geben Sie mal bei YouTube ein, Brest, 22. Juni 2021. Und gucken Sie sich an, was heute früh in der Festung passiert ist. Da gab es eine Gedenkveranstaltung, wo Tausende daran teilgenommen haben. Es gab anschließend ein Reenactment, wo halt ordentlich rumgeballert wurde, wie das halt bei Reenactments so der Fall ist, also Krieg als Unterhaltung. Und das ist nicht so, dass die Leute dahin gezwungen werden, sondern das ist halt der dritte Grund, weshalb diese Geschichte auch wirklich erfolgreich war. Alle wissen, der 22. Juni 1941 war der Beginn einer ungeheuren Katastrophe und Tragödie. Das, wo Deutsche immer nicht wissen, also ich bin immer wieder überrascht und schockiert, dass Deutsche in der Regel nicht wissen, wann der Überfall auf die Sowjetunion war. Jedes Kind weiß das in Russland. Das ist einfach. Wir reden gerade von Belarus. In Russland und in Belarus, Entschuldigung. Yes. Nein, das verwechsel ich nicht. Das ist einfach bekannt, aber. In der Ukraine beispielsweise löst man sich ganz aktiv von sowjetischen Erzählungen und da hat man Brest eben bereits sehr früh aus dem Curriculum rausgeworfen. Und in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion ist das ähnlich. In Kasachstan ist es noch relativ populär.
Übrigens in Tatarstan, also ein Föderationssubjekt der Russländischen Föderation, ist 80 Kilometer östlich der Hauptstadt Kasan das Ostfort, also dieser letzte Widerstandsherd in der Festung, nachgebaut worden vor 2 Jahren. Und dort finden eben, also jetzt gerade vor ein paar Tagen, hat dort auch wieder ein Reenactment stattgefunden, weil der letzte Verteidiger der Brester Festung, Major Gavrilov, der am 32. Tag des Krieges gefangen genommen wurde, eben aus einem Dorf, aus dieser Gegend dort stammt. Mhm. Und deswegen ist es dort eben noch sehr, auch besonders populär. Also Christian Ganzer hat schon gesagt, die Reenactment-Szene, also das Nachspielen historischer Situationen, Schlachten in dem Fall, ist also sehr, sehr, sehr populär in Belarus, auch in der Russischen Föderation, Kasachstan, Tatarstan, etlichen post-sowjetischen Staaten. Und auch das Nachbauen dieser Plätze, dieser markanten Plätze. Also vor 3-4 Jahren machte es Furore, also eine kleine Nachbildung des Reichstagsgebäudes in der Nähe von Moskau. Und da kann man dann am Wochenende hingehen und den Sturm auf den Reichstag nachempfinden. Also das ist, wir sagen dann gerne so ein bisschen abfällig, nachspielen, aber es gilt als eine volkspädagogische Maßnahme, so etwas nachempfinden zu können. Also in die Rolle derjenigen hineinzuschlüpfen, die in dem Fall den Reichstag erstürmen oder eben die Brester Festung verteidigen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass der Reichstag in der Sowjetunion als Zentrum des Faschismus, des Nationalsozialismus galt, was absurd ist, brauche ich nicht zu erklären, aber tatsächlich war das so, und deswegen ist der Sturm des Reichstags immer noch so wahnsinnig wichtig in Russland. Ich habe jetzt noch eine Frage hier in petto und dann öffne ich auch in den Saal. Also bereiten Sie sich vor, und dann würde ich Sie auch bitten, an das Standmikrofon zu gehen. Wenn möglich mit Maske bitte. Das müssen wir leider einhalten. Christian, du hast ja sehr schön hergeleitet, also wie nachhaltig wirksam bis heute dieses aufgebaute, in der Sowjetunion aufgebaute Narrativ ist. Also eine Zäsur zwischen Zerfall der Sowjetunion, obwohl du versucht hast, sie zu benennen und herauszuarbeiten, war jetzt nicht wirklich zu spüren. Also es ist heute in Belarus im Grunde noch der übermächtige Erinnerungsort. Warum das so ist, haben wir jetzt ungefähr so schon mal erahnen können. Aber was sagt das über die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, an diesen deutsch-sowjetischen Krieg heute in Belarus aus? Also auf der einen Seite sagt es aus, die Shoah spielt keine Rolle. Das habe ich in einem Vortrag unterschlagen. Die Shoah auf belarussischem Boden begann in Brest Mitte Juli 1941. Es gibt ein kleines Denkmal für die ermordeten Juden, aber mehr nicht. Es sagt aus, dass Heldentum im Zentrum steht, und Heldentum gibt es eben nicht mit Gefangenen. Und es ist, dieses Gedenken hat eben auch eine ganz wichtige identitätsstiftende Funktion. Also wenn Sie mal nach Moskau gehen, ins Museum des Großen Vaterländischen Krieges, auf der Poklonnaya Gora, da werden Sie unglaublich oft die Losung in großen Buchstaben sehen: Мы победили, wir haben gesiegt. Wobei das Мы, das Wir, mir scheint, dass es das Unterstrichene ist, dass das Wichtige dabei ist, dieses Мы. Und es schafft Identität, und es schafft eben auch, es soll dazu führen, dass die Menschen Militär toll finden und dass man dem nacheifern will, also dienen, wie die Verteidiger der Brester Festung gedient haben. Das war tatsächlich der Titel einer thematischen Führung, einer thematischen Museumsführung in sowjetischen Zeiten. Es wird massiv funktionalisiert. Es wird funktionalisiert zur Herrschaftslegitimation, zur Identitätsstiftung und, ich kann es nicht anders formulieren, für Militarismus.